wenn ich zum Beispiel hier einen Spieler hinlege, hinter die Mauer, wenn er sich hinlegt mit dem Rücken zum Ball, das ist natürlich eine Variante und es ist auch regelkonform. Das heißt, es spricht nichts dagegen, dass ein Spieler sich am Boden hinlegen kann. Wenn er das tut, dann ist mein Gedanke, dann blockt er sozusagen alle Bälle, die flach unter die Mauer durchgehen. Zweitens könnte dann zum Beispiel die Mauer sich aufs Springen konzentrieren. Das heißt, alle fünf könnten dann hochspringen. Und was hätten wir mit diesem Effekt? Erstens einmal hätten wir mit diesem Spieler, der am Boden liegt, nehmen wir die Wahrscheinlichkeit weg, dass der Schütze hier flach ein Tor erzielen kann. Und zweitens, wenn die Mauer springt, dass er über die Mauer ins Tor schießt. Dann wäre nur noch die Torwart-Ecke und dann könnte sich der Torwart voll und ganz auf seine Ecke hier konzentrieren. Und wir haben, wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit sehr minimiert, dass wir ein Tor bekommen. Natürlich, wenn der Schütze dann so gut ist und er schießt den Ball trotzdem über die Mauer in die Ecke, gut, dann muss man ihm sowieso gratulieren. Wenn wir uns jetzt entscheiden sollten, dass wir in einer Raumdeckung die Freistöße verteidigen wollen, dann ist es ganz wichtig, dass wir uns hier auf einer Linie aufstellen. Warum? Damit wir hier gleichmäßig den kompletten Raum besetzen können. Und da ist es dann wichtig, dass es auch eine Linie bleibt. Das bedeutet, wenn der Schütze hier dann den Ball reinbringt, ist es wichtig, dass wir als gemeinsam eine Linie uns nach hinten fallen lassen. Und nicht, wenn der Schütze den Ball reinbringt, dass zwei, drei Spieler reinlaufen, zwei bleiben stehen, der andere kommt erst später, der andere tiefer und so weiter. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir auf einer Linie bleiben. Warum? Weil wenn das dann so ist, dann entstehen natürlich Lücken, dann werden Räume frei und dann kann der Gegner natürlich, wenn der Ball zum Beispiel genau hierher kommt, kann es natürlich sehr gefährlich werden. Das heißt, immer darauf achten, dass wir eine Linie haben und diese Linie gleichmäßig alle gemeinsam zum richtigen Zeitpunkt, dass man sich nach hinten fallen lässt. Und das würde dann so ausschauen, dass wenn der Torwart hier draußen ist und den Ball zum Beispiel abfängt, dass für den Konter zwei, drei Spieler zuständig sind und das wäre in unserem Fall hier unsere zweite Linie und auch der Spieler in der Mauer. Das heißt, diese zweite Linie ist erstens einmal für die zweiten Bälle da und zweitens natürlich auch, wenn wir einen Konter starten können, dass wir sofort auch nach vorne loslaufen. Weil wenn die Linie sich nach hinten fallen lässt, der Torwart fängt den Ball ab, die zweite Linie muss natürlich mitgehen für die zweiten Bälle, er fängt den Ball und dann geht's los. Dann kann er schon in die Tiefe gehen, und dann kann sogar auch der Spieler in der Mauer, der braucht nicht nur herumstehen, sondern auch schon im Kopf haben, wenn der Ball abgefangen wird, dann haben wir schon gleich drei Spieler, die sich in die Offensive mit einschalten können und dann kann es natürlich sehr gefährlich werden.